Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, du hast gut lachen, ne? Gut lachen, ja. Du hast auch die Rüsselpest, nicht so wie ich. Ja, die fliegt immer weg. Komm her, nein. Komm. Wenn ich halt selbst krank bin, kann ich nicht arbeiten. Einen wundervollen guten Morgen, mein herzallerliebstes Zuckerschneckenpublikum. Und wir hoffen, ihr habt Weihnachten gut überstanden. Was versteckst du dich denn da? Komm hier hinter mich. Da kannst auch mit aufs Bild. Sieht man mich doch eh nicht. Oh, siehst du? Klar, sieht man dich. Hier, so. Ja. Habt alles gut überstanden? Habt ihr euch reichlich beschenken lassen? Wir haben hier eine, außer hässliche Menschen bei mir im Hintergrund, eine ganz, ganz freie Werkstatt. Auch da hinten noch ein wunderschöner 210er. Ja. Domino, ein bisschen gebastelt heute Morgen. Ja, ne? Ein bisschen gebastelt. Sehen wir, was ich gebastelt habe? Ein Scheibenwischer repariert. Ja, zeigst du gleich, ne? So, wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Werkstatt ist ganz, ganz sauber. Suse. Das war Suse. Die Suse, finde ich, war der Härtefall. Ne? Der hat irgendwie zweite Weihnachtstag voll Langeweile gehabt und ist hierher gekommen, hat mir Fotos geschickt, dass er die Werkstatt aufgeräumt hat. Ja, vorbildlich. Ja, der kommt auch gleich um drei, ne? Also, wer kommt heute noch alles? Heute kommen Maximiliano, heute kommt Alco Performance. Die wollen ihre AMGs umbauen hier bei uns zwischen Weihnachten und Neujahr. Habe ich denen angeboten. Mal gucken, wie das alles hier so funktioniert. Ne? Ich stelle ihnen meinen AMG einfach dahinter und können sich das irgendwie abgucken, ne? Irgendwie. Für Alco ist es ja eigentlich ganz gut. Da haben wir ja eigentlich sämtliches Equipment hier, ne? Sämtliche Flacheisen haben wir hier für ihn, ne, um gescheite Halter zu bauen und ordentlich schweißen und so kann er ja auch. Ne. Und für Max, um die ganze Gasanlage einzubauen, Max, haben wir hier schöne, dicke, fette Kabelbinder. Ne, das reicht für. Dann machen wir eine vernünftige Gasanlage und einmal Maximilian Fusch. Auf jeden Fall. Ne? Ja, so, jetzt hat der Scheibenwischer. Ja. Das ist der aus dem CLK, der wird ausgebaut, hab die Federn getauscht. Weil bei mir waren diese Federn ausgeleiert. Das heißt, der hatte gar keinen Vordruck mehr. Das heißt, der hat nicht mehr gewischt. Ja, immer wenn du 140 gefahren bist, hast du keinen Anruf mehr auf Windschutzscheibe gehabt. Auch schon bei 50, dann hast du hier gemerkt, dass. Hab ich noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Dass er hier nicht mehr gewischt hat. Nur die Hälfte gewischt. Und jetzt hast du wieder richtig Dampf drauf. Ja, heb doch mal an. Kann man die Federn einzeln bei Mercedes vielleicht kaufen? Stimmt, die brechen auch ganz oft. Echt? Ja, habe ich vorhin schon. Habe ich so noch nicht wirklich erlebt. Ja, dann habe ich das auseinandergebaut, den Scheibenwischerarm innen drin auch nochmal gefettet neu. Da ist dieser Mechanik zum Reinmachen. Alter, die Karre, die sieht aber auch aus wie neu mittlerweile, ne? Machst du eigentlich auch was anderes als dieses Autoputzen? Nein. Also das ist eine Hobbybeschäftigung. Das Schönste an dem Auto ist natürlich der Kotflügel, ne? Wie professionell der lackiert ist. Ja, hast du nicht jetzt jedes Video? Ja, klar, natürlich. Ach, apropos lackieren, das wollen wir euch auch noch zeigen. Unser Ritchie hat hier noch den Schweller geschweißt beim Crownvic, der geht ja jetzt weg. Und da müssen wir noch, da kann man noch kurz zeigen. Ich meine, der hat ja die sogenannte Panther-Plattform. Das Auto hat ja ein selbsttragendes Fahrgestell. Deswegen ist das unten mit den Schwellern, wenn die durchgerostet sind, gar nicht so schlimm. Und da ist auch Kunststoff drauf. Wir waren aber auch sehr, sehr überrascht, dass der da ziemlich durchgegämmelt war. Und wir haben das Auto verkauft. Ist alles nicht so TÜV-relevant, wie das Kunststoff da drüber ist, weil es ein Selbsttrager ist. Aber wir wollen das Auto natürlich anständig weggeben. Und deswegen macht hier der schöne Bruder hier, ne? Der macht das dann schön, ne? Musst du schon wieder vor der Kamera rauchen? Mann, das ist echt nicht gut. Hä? So sind wir halt. Ja. Wir wollen uns nicht verändern. Naja, wie gesagt, es gibt Crownvic, Dachlackierung, Stoßfänger, Frontgrill, Kotflügel links und Max und Alco 63er Umbauten und was gibt's noch? Ich finde noch was zum Basteln. Du findest noch was zum Basteln, ne? Machen wir da wieder ein Video von, ne? Ja. Ja, okay. Alles vorbereitet soweit. Ja, Werkstatt ist auch mal gut, wie gesagt. Ja, der kommt auch gleich. Ja. Irgendwie so um drei, ne? Max Alko kommt irgendwie so um vier. Mal gucken, was die für lustige Videos auf ihre Kanäle noch machen, hier aus dem Nagelstudio. Wir werden es sehen, ne? Wollen noch ein anderes Fahrwerk, ne? Ja. Der ist so hoch wie muss. Na, er sieht aber schön aus. Der muss aber tiefer. Avantgarde-Federn rein. Ja, das reicht schon, aber so ist er gerade. Genau, normale, so ein Tieferlegungs-Spasti-Fahrwerk würde ich da nicht einbauen. Nee, Avantgarde-Fahrwerk. Wenn nicht, hier Fichtel und Flex, Feder raus, oben eine Windung abgeschnitten, ne? Genau. Nein, sowas machen wir nicht. Okay. Nein, sowas machen wir nicht. Nein. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ach so, ja, ich wollte noch was zur Kanalmitgliedschaft sagen, ja? Gab's ja böses Blut von wegen, hier Nagels ist ein Hollywood-Star geworden, kriegt den Hals nicht voll und so. Also Kanalmitgliedschaft hat nichts, überhaupt gar nichts, überhaupt mit YouTube zu tun. Game Service Nagelstudio wird es weitergegeben, so wie bisher auch. Und uns ist natürlich jeder Abonnent genauso wichtig wie ein Kanalmitglied. Kanalmitgliedschaften haben wir nur gemacht für mega Hardcore-Fans.
Und für die Leute, die nicht Kunden von uns sind und dann technischen Support von uns brauchen. Und dafür haben wir die Kanalmitgliedschaft eingereicht, damit unser Telefon ein bisschen entlastet ist. Es sind so viele Leute, die anrufen und eine fremd eingebaute Gasanlage haben oder eine uralt eingebaute Gasanlage haben, haben irgendwelche Probleme, sagen sie, ich rufe da mal eben an, die können mir vielleicht über das Telefon mal schnell helfen. Ne? Und das frisst uns sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Mühe. Und unsere Kunden, die eine Frage haben oder eine Beratung wollen für eine Neuumrüstung, also kommen dann am Telefon nicht durch. Und wir möchten das dann in Zukunft so machen, dass wenn einer anruft und technische Beratung ist, verweisen wir auf die Kanalmitgliedschaft. Ich weiß, ich habe das in diesem 6-Minuten-Video, wo ich die Kanalmitgliedschaft hier angekündigt habe, eigentlich genau erklärt. Aber das Problem ist natürlich, viele hören nicht richtig zu und drehen an die... Drehen das weiter fort. Oder drehen dann die Worte im Mund rum, von wegen hier jetzt, überall muss man Abonnent sein und so, ne? Und ich deabonniere euch jetzt, weil ihr so geldgeil seid und so. Völliger Quatsch, hat damit überhaupt gar nichts zu tun, ne? Tatsache ist, dass unsere Kunden uns besser am Telefon erreichen können und die Nichtkunden werden technisch unterstützt, werden beraten, denen wird geholfen für einen minimalen monatlichen Beitrag von 3,99 €. Und die anderen Leistungen von den anderen Sachen, die sind da ja drin beschrieben, ne? Okay, alles klar, dann geht's jetzt weiter heute Abend, weiß ich noch gar nicht, oder spätestens morgen mit Crown Vic, ML63 AMG von Max und CLS63 AMG von Eiko. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.